Beim Thema Internat denke ich als erstes an Hanni und Nanni. Andere denken vielleicht an die böse Drohung der Eltern. Wenn du nicht spurst, kommst du ins Internat. Luisenlund ist wahrscheinlich alles andere als eine Drohung. Für das einzige Internat im Norden gibt es allerdings zwei Grundvoraussetzungen. Die Schüler müssen sehr fleißig sein und die Eltern müssen über das nötige Kleingeld verfügen. Martina Klappek hat hinter die Kulissen des Edelinternats an der Schlei geguckt. Für sie ist Disziplin etwas ganz Natürliches. Die Luisenlunder wollen etwas erreichen. Viele von ihnen sind von Hause aus strebsam, auch nach Unterrichtsende. Hier in den historischen Gebäuden soll die Elite von morgen herangezogen werden. Der Unterricht findet daher in kleinen Klassen statt. Alle Schüler kommen in den Genuss einer besonderen Lernatmosphäre. Dabei bilden sie eine Gemeinschaft, in der die Herkunft des Einzelnen keine große Rolle spielt. Was die Eltern machen, das ist wirklich unerheblich hier, weil meistens weiß man das gar nicht genau, was die anderen Eltern machen, oder man interessiert sich auch nicht so dafür, weil es kommt ja auf den anderen Schüler an, sag ich mal. Und dann hier, laufen auch alle ganz normal rum. Also niemand trägt hier irgendwie viele Markenklamotten oder zeigt hier irgendwie, dass sie reich sind. Also das ist wirklich, das merkt man eigentlich überhaupt nicht, finde ich. In dem Herrenhaus werden seit 1949 Internatsschüler unterrichtet. Derzeit sind es 330. Sie können entweder hier das Abitur machen oder das International Baccalaureate Diploma, kurz IB. Ein Abschluss, der den Zugang zu allen Universitäten weltweit eröffnen soll. Diese Schülerinnen und Schüler gehören zu dem auserwählten Kreis der IB-Anwärter. Ihr entwickelt hier Fähigkeiten und Kenntnisse, die euch sicherlich helfen werden an den internationalen Universitäten. Eine der IB-Schülerinnen ist Annie Lee aus Hamburg. Sie ist seit einem Jahr auf dem Internat Luisenlund, hat wegen ihrer herausragenden Leistung ein Stipendium erhalten. Das Gute an dem IB ist, dass alle Universitäten auf der Welt wissen, dass es einen sehr hohen Standard hat. Und für die Universitäten ist es natürlich schwer, die ganzen Programme aus allen Ländern zu vergleichen. Und deswegen zum Beispiel, ich würde mich gern in den USA oder in England für eine Uni bewerben. Und die wissen dann, was genau von den Schülern gewollt ist, wenn sie das IB absolviert haben. Neben Chinesisch und Deutsch beherrscht die 18-Jährige auch fließend Englisch in Schrift und Sprache. Bei mir wird auf Englisch unterrichtet Mathematik, Biologie, Chemie, Geografie und Englisch unterrichte. Auch wenn der Fleiß der Schüler hier durchaus eine zentrale Rolle spielt, geht es dem Internatsleiter auch um die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Schülers. Ich finde, dass wir die Zeit nutzen sollten, die wir haben, um mit den Schülerinnen und Schülern an ihren Stärken zu arbeiten, an dem, wofür sie brennen, wofür sie sich interessieren, was sie auch gut können. Denn da sind sie dann ja erfolgreich. Wenn man erfolgreich ist, macht man es gerne. Man kümmert sich noch mehr, dann wird noch besser. Und am Ende haben sie dann was gefunden, ein Talent oder eine Begabung, die diesen Menschen wirklich auszeichnet. Die Luisenlunder sollen möglichst zu selbstbewussten Menschen erzogen werden. Helfend zur Seite stehen dabei sogenannte Hausväter und Hausmütter. Eine von ihnen ist Sabine von Hoff. Sie verarztet nicht nur Wunden. Zu ihr kommen die Mädchen auch, wenn sie Kummer haben. Da ich selber 6 Kinder habe, die nun schon erwachsen sind, hat man einige Übungen im Vorfeld. Aber natürlich sind manchmal wirklich richtige Kümmernisse da, die einen nicht an die Grenzen bringen, aber die einen wirklich bewegen und beschäftigen. Schön ist es aber, wenn man helfen kann, dass der große Kummer ein kleinerer wird. Beim Mittagessen gibt es Zeit für persönliche Smalltalks. Lehrer, Schüler und ihre Hausmütter sitzen gemeinsam am Tisch. Danach beginnt für Annie Lee die sogenannte Lernzeit. Täglich 1,5 bis 2 Stunden verbringt sie in ihrem kleinen Zimmer im Glockenhaus. Bereitet sich heute selbstständig auf eine Chemieklausur vor. Alles ist genau getaktet, die Tagespläne müssen strikt eingehalten werden. Ich denke, es ist für Schüler schwer, die noch nie auf einem Internat waren und noch nie weg von der Familie, wenn sie dann hierher kommen. Aber da ich auch schon in den USA ein Jahr lang war, fehlt mir eigentlich hier im Internat nichts. Neben der täglichen Lernzeit sollen die Aktivitäten in der Gemeinschaft nicht zu kurz kommen. So gibt es eine Menge Angebote für die eher knapp bemessene Freizeit.
Es gibt hier wirklich zu viel, was man machen kann. Manchmal ist es wirklich schwer auszuwählen. Also von den Sportarten her kann man segeln, einmal Kuttersegeln, einmal Jollensegeln machen. Dann kann man Fußball spielen, Hockey spielen, Basketball spielen, Volleyball spielen, Tennis. Es gibt auch, wir haben auch eine Kletterwand. Dann gibt es so von Politikgilde und Debating Society und Kunstgilde und Töpfern und Chor. Also man kann wirklich gar nicht mehr auswählen, weil man so viel hier hat. Dazu kommen dann noch die festen Verabredungen mit der Hausmutter. Schafft ihr das, euch jetzt mal alle hinzusetzen? Wir haben nämlich einiges zu besprechen. Sabine von Hoff lädt regelmäßig zur Teestunde ein. Sie und ihre 8 Schützlinge, Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, bilden hier im Glockenhaus, gleich neben dem Herrenhaus, eine Art Wohngemeinschaft auf Zeit, genießen das harmonische Miteinander und die Vorzüge des alten Gebäudes. Hier im Glockenhaus hat man halt den Vorteil, dass man direkt über der Futterquelle sitzt, weil unter uns ist der Speisesaal. Man hat durch die Fenster exquisiten Ausblick auf das Geschehen im Internat. Und die Mädchen haben sich hierher gewünscht. Also jeder Schüler hat am Ende des Schuljahres die Möglichkeit zu wählen, ich möchte in das oder das Haus ziehen. Es gibt 2 Wünsche, die man äußern kann. Und es wird sich große Mühe gegeben, dass diese Wünsche möglichst in Erfüllung gehen. Schließlich zahlen die Eltern der Schüler für das exquisite Internatsleben rund 30.000 Euro im Jahr. Dabei gibt es keine Erfolgsgarantie. Nur wer fleißig und zielstrebig ist, erreicht hier sein hochgestecktes Ziel, so wie Annie Lee.